Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, weil diese ganzen Kampf-Reality-Stars-Folgen werden irgendwie nicht kürzer. Und deswegen haben wir wieder ganz viel und ganz lange Spaß und freuen uns auf die zweite Folge von Kampf-Reality-Stars. In der letzten Folge sind ja die ganzen Kandidaten erstmal eingezogen. Wir haben sie alle kennengelernt und waren so, scheiße, was ist das? Und dürfen uns deswegen jetzt erstmal freuen, dass wir das erstmal hinter uns haben. Der erste Schock ist überwunden. Es ziehen allerdings in dieser Folge auch schon wieder zwei neue Kandidaten ein, wie so quasi in jeder Folge. Und darauf können wir uns freuen. Frischer Wind, vielleicht fliegen Leute wieder raus, es wird toll. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich gemeinsam frisch in diese Folge rein. Wer sich die ganze Folge natürlich aber rein zum Wegkanzler machen auf RT Plus. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Und wir haben gemeinsam Spaß und gucken jetzt. Ich bin halt früh aufstehe, und wenn die alle pennen, dann ist ja nichts los. Ja, dann hau mal rein. Hör nichts aus! Aufstehen! Oh mein Gott, und das wäre der Moment für mich, wenn ich da schlafen würde. Okay, Keno, sobald wir wählen dürfen, du fliegst raus. Also, du hast eh schon da wahrscheinlich einen richtig schlechten Schlaf, du kommst wenig zum Schlafen und dann bist du voll am Pennen und dann morgens früh brüllt sie erstmal rum. Ich würde ausrasten. Aber ich hätte... Wirklich, ich dachte, hier ist irgendwie ein Einbrecher reingekommen und will uns jetzt ausrauben oder so, weil wir sind hier mitten irgendwo nirgendwo. Allerdings ist das doch eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass man eher nicht ausgeraubt wird, weil verrückterweise dort mitten im Nirgendwo ist ja auch halt niemand anders. Das bedeutet, du wirst eher selten ausgeraubt. Manche Leute haben natürlich übrigens auch gut geschlafen, manche weniger gut und für manche ist der Morgen nicht ganz ausreichend gewesen. Einfach so morgens unter meine Bettdecke kommen, so ein bisschen kuscheln und so mich so aufsüßen. Ich will kuscheln. Ich würde so gern kuscheln, so im Bett noch chillen, weißt du, so, und dann erst wach werden. Oh. Und jetzt kuscheln Elsa und Calvin ein bisschen miteinander, weil er einfach mal wieder einen Girlie braucht an seiner Seite. Ich meine, wie lange war er jetzt einsam? 10 Minuten. Das ist zu lang. Endlich mal Körperkontakt. Leider versteht Elsa unter Kuscheln ein bisschen was Spezielleres. Calvin, unser kleiner Goldgräber, der gräbt ja gerne an Frauen. Es ist in jedem Format so, dass keine Frau für ihn sicher ist. Und Elsa findet das ganz lustig. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Und warum genau tun die das da jetzt? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Allerdings scheint da plötzlich langsam die ersten Samen gesetzt zu werden für eine aufkeimende Liebe. Elsa 19, Calvin 31, 32, whatever. Schön. Also irgendwie habe ich Bock, mit Elsa zu chillen, weil einfach... irgendwie da eine gewisse Spannung herrscht. Tut es das? Tut es das wirklich? Oder ist sie einfach nur die einzige Wahl, die du hattest? Du hast dich umgeguckt, wer von denen geht? Nee. Ah, Elsa ist naiv genug, die man eben war. Hätte ja sagen können. So, wäre dir da zu viel? Wenn mein Partner das mit meinem Freund machen würde? Ja. Ja, für mich auch. Nee, das wäre schon ein bisschen zu viel. Also ich merke, wenn eine Chemie da, also weißt du, da ist irgendwas. Ja, aber lass sie doch einfach mal zusammen rumtuteln. Also, ich finde, ein gewisser Altersunterschied ist da, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da ein geistiger Unterschied bei den beiden groß ist. Deswegen lass sie doch erstmal. Ich bin ja vergeben und ich finde das nicht, dass es ein Flirten ist, ne? Weil ich glaube, man flirtet ganz anders. Oh, ach so. Ja gut, das ist dann nochmal was anderes. Also, das ist auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn du eine Person beobachtest, die mit jemandem rumflirtet und denkst, ah, da könnte ja was werden. Und dann erfährst du, dass einer von den beiden vergeben ist und bist so, wirklich? Wirklich? Das war schon krass, also nicht unbedingt krass positiv jetzt. Weg von dem Elsa-Kelvin-Thema allerdings erstmal, wir widmen uns besseren Themen, nämlich den Neuankömmlingen. Wer ist das? Ich weiß nicht. Doch, also ich hätte richtig Lust auf so einen richtigen Prominenten wieder. Ich meine, nichts gegen meinen Ben. Aber es müsste schon etwas kommen, was mich so richtig flasht. Ja, das wäre tatsächlich mal nett. Vor allem würden wir ja auch dann Prominente aus einem anderen Blickwinkel mal kennenlernen. Und naja, Trashstars haben wir auch genug da, ne? Ja, das ist eine Frau, die winkt wie eine Frau. Die Männer, die winken immer so, hey, so, weißt du. Und wir Frauen, wir sind immer, wo sind die Kameras? Ich muss mich jetzt hier inszenieren. Und was war das für ein schöner Übergang? Und das stimmte einfach komplett. Und das ist Jenny Elvers, die wir ja zuletzt erst bei The 50 gesehen haben. Und jetzt sehen wir sie hier. Obwohl ihr Auftritt bei The 50 war nach KDS, oder? Vorher? Ich weiß es nicht mehr. Sternzeichenstehe und ausgebildete Schauspielerin. Ich bin auch Moderatorin. Ich habe auch Bücher geschrieben. Ich habe ganz viel gemodelt, als ich noch jung war und knackig. Und da denke ich mir auch immer, die muss doch in ihrer Jugend, in ihrer Hochphase, in ihrer Jugend, in, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt, muss sie doch richtig viel Geld gescheffelt haben. Und jetzt, wo ist es geht hin, dass sie da gelandet ist? Was ist passiert? Einfach geschockt des Todes. Ach, das Thema Alkohol ist meinerseits ja so besprochen worden. Und ehrlich gesagt ist es bei mir so ein bisschen so ein Thema, was mir zum Hals raushängt. Neues Jahr, neues Glück, sag ich mal. Und ist das Thema dann nicht eigentlich bei ihr ganz okay durch? Also ist sie nicht losgekommen vom Alkohol, auch schon seit einigen
Jahren, also dass es wirklich nicht mehr so präsent ist und dass sie jetzt wieder, naja, trocken ist, glücklich und zufrieden. Ist es nicht so? Ja, versteckt den Alkohol. Oh, hör auf, nein, sowas sagt man doch nicht. Ah, okay, und Kevin hat sie dann auch sofort entdeckt und gibt erstmal so einen Kommentar ab. Bei einer trockenen Alkoholikerin. Nicht cool. Baus! Wie ist es euch? Ihr könnt gleich drehen, ne? Ja, na klar. Als hätte ich gesoffen. Ich freue mich. Ah, ich freue mich. Jemanden, den ich kenne. Ach, herrlich. Und während Maurice und Kevin die Köfferchen tragen dürfen, ist Jenny richtig erfreut, Ben zu sehen. Und der freut sich natürlich richtig, jemanden zu sehen, den er kennt. Der ist so, ey, die haben mir gesagt, hier kommen richtige Stars hin. Und ich wusste nicht, wer es ist. Und ich wurde dann zum Glück nicht verarscht. Du bist auch hier, Jenny. Willkommen in der Sala. So, aha. Hier war ja auch mein Sohn, ne? Den hatten wir ja schon ganz vergessen. Stimmt, Paul Elvers, Riesentyp. Ja. Stimmt, das habe ich auch komplett vergessen. Der war sogar in der letzten Staffel doch da, oder? Und ist als allererstes rausgeflogen. Kurze Karriere. Jenny, ich will dir mal was sagen. Vor Jahren hast du mal bei Desigual eingekauft auf der Schillergasse in Köln. Ah. Da habe ich dich bedient. Ach komm. Das war 2013 oder 12. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein Schal dazu, nein, danke, das Kleid, okay. Die Schuhe. Verrückterweise kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Das wird wahrscheinlich für sie auch ein einschneidendes Erlebnis sonst gewesen sein. Da kann man auch mal wieder direkt was erzählen. Ich finde das so richtig toll, weil bevor die ja alle vor ein paar Jahren Reality-Stars geworden sind, sind das normale Leute gewesen, die in irgendeiner Kasse gearbeitet haben und dann haben sie irgendwann gedacht, nee, ich werde jetzt ein Star und jetzt treffen die auf die richtigen Stars. Krass. Wer ist das? Ist ein Mann, oder? Ja, ist ein Mann. Ist ein Mann auf jeden Fall. Und was für einer. Ui, ein ganzer Kerl mit sexy Stoppelbart auf Bauch und Brust. Er hat sich sogar extra für uns mariniert. Ich bin der Alex Petrovic, ich bin 32 Jahre alt. Und wie die Musik einfach nachlässt, als er anfängt zu sprechen. Aber Mensch, er ist auch da. Und ja, das wussten wir ja alle schon. Ich meine, ich habe es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass Alex und Maurice aufeinandertreffen werden und es da immer noch weiterhin ein bisschen krachen wird. Und jetzt ist der Erzfeind von Maurice da. Und das bedeutet, wir können uns von Maurice dann hoffentlich bald verabschieden. Okay, war schön mit dir, Tor. In dieser heutigen Gesellschaft ist es sehr schwierig, als maskuliner Mann akzeptiert zu werden. Oh Gott, fängt er damit wieder an. Das ist sein Vorstellungstext. Also irgendwie denke ich mir immer so, hat er kein Management, das ihm vorher brieft und sagt, hey, Alex, stell dich doch mal so vor, rede über diese Dinge, das lässt dich wenigstens irgendwie sympathischer wirken. Dein ganzer männlicher Scheiß da, das will keiner hören. Bitte erzähl niemandem, dass du unterdrückt wirst, das ergibt auch gar keinen Sinn. Nee, das tut irgendwie keiner. Das sollte mal jemand machen. Dabei wünschen sich doch alle Menschen am Ende des Tages, spätestens in Gefahrsituationen, einen maskulinen Mann zu haben, der einen beschützt. Warte jetzt, sonst gehe ich ins Interview und brech das ab. Ich hoffe, meine Mutter, ich spreche das ab. Geh rein. Dein Ernst? Brech das ab, wenn das jetzt nicht harmoniert. Ja, viele wünschen sich natürlich einen großen, starken Mann neben sich, wenn es an irgendeine Situation eskaliert. Das Problem ist, wenn der große, starke Mann neben einem eskaliert, ist das dann auch nicht ganz so schön, Alex, ne? Aber red's dir wieder schön. Ich mag diese neumodischen Begriffe alle nicht. Also Red Flag, Toxic, Misogyn und so ein Scheiß. Bin nicht verwundert, dass er die Begriffe nicht mag, wenn sie ihm die ganze Zeit gegen den Kopf geworfen werden. Sie stimmen natürlich, ihr hört sie wahrscheinlich sehr oft und ist dann so, ich mag das nicht, das ist alles Quatsch, was sie erzählt. Ja, so kann man es auch dann loswerden, ne? Alex Petrovic, den brauche ich hier nicht. Ich will den auch eigentlich nicht hier haben, aber... Ja, da musst du jetzt leider durch, Maurice. Wir auch irgendwie, weil zwar werden wir dich vielleicht los, aber dafür haben wir ihn dann an der Backe. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Wenn er mir einen dummen Spruch bringt, danach könnte es natürlich eskalieren. Oh, und das wollen wir natürlich auch alle nicht, ne? Vor allem ist Maurice nicht eher der, der einen dummen Spruch bringt und sowieso öfter die Probleme bei den beiden hervorgerufen hat. Hi. Hi, Alex. Jenny. Maurice. Löwe und Krieger. Richtig. Ja, dass der Löwe und Krieger sich ein bisschen abseits hält, der Maurice, das war ja vorhersehbar. Wobei ich es jetzt irgendwie sympathisch finde, wenn er sich nochmal vorstellt, so als Gag und hahaha und sie sich wenigstens die Hände geben, ist ja ganz okay. Dann wird es wahrscheinlich auch die ganze Folge jetzt da unterschwellig brodeln, oder? Ja. Ja. Ich habe sein wahres Gesicht kennengelernt und von daher, ich weiß, wie der tickt. Auch wenn er jetzt zu mir nett ist und so. Irgendwann wird eine Situation geben, da. Ja, ich zerlese das nicht. Immer so. Dann war da auch. Erstmal war okay. Aber dann ist es Paum. Aber Maurice, hast du vergessen, dass du das Problem im Sommerhaus warst? Also, dass ihr euch voll verstanden habt, dass Valentina auf Alex zugegangen ist, gesagt hat, hey, lass mal bitte das Kriegsbeil hier begraben. Alex gesagt hat, ja, wir können reden. Und Maurice so war, du redest mit ihr, du falsche Schlange. Nur um dann später selber dich an Valentina reinzuhängen. Das war genau so. Und er rafft es nicht. Wow. Liebe Reality Stars, wir möchten euch gerne zum Ball einladen.
Geil. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, dass es sich nicht um den Wiener Opernball handelt. Und Elsa fragte sich wahrscheinlich bestimmt gerade, was ist der Wiener Opernball? Haben unsere Großväter da immer irgendwas gemacht? In Wien? Team 3, Maurice, Jenny und Tanja. Und sie werden wieder in Teams eingeteilt und die Produktion hat es nicht geschafft, Maurice und Alex ins gleiche Team zu packen. Ach Leute, also das hätte man sich die Mühe geben können. Ja, es folgt nun wieder ein Bestrafungsspiel. Was genau, das sehen wir gleich. Allerdings, Maurice und Alex sind nicht im gleichen Team. Mann. Ey, Mann. Was sind wir? Ein Gewinnerteam. Gewinnerteam, Dreamteam. Ja, und irgendwie ist diese Konstellation auch sehr seltsam. Und Alex da in der Mitte war auch so, wer sind die? Warum bin ich mit denen hier? Gewinnerteam. Ja. Ballkleid tragt ihr deswegen gleich einen Ball aus Plastik, der mit Wimpeln gespickt ist. Wimpel mit Wörtern drauf. Diese müsst ihr euch abjagen. Okay, das klingt ja relativ easy. Kann man dann wahrscheinlich machen. Und es treten jetzt erstes gegeneinander an, Cecilia und Elsa. Das bin ich nicht. Doch. Ich habe eine Sanduhrfigur. Ich bin doch kein Ball. Wie schaue ich in diesen scheiß Ball drinnen aus? Wie ein Ball. Und dir stört es jetzt wirklich, weil sie da drin steckt, wie sie jetzt aussieht? Wen juckt das denn? Also ich kann bei manchen Sachen verstehen, wenn du komplett voller Schlamm bist oder komplett scheiße aussiehst wie ein Clown, dann denke ich mir so, ja okay, wenn es dich irgendwie stört und dir peinlich ist, okay, ich verstehe, weil du wie der Depp vom Dienst vorkommst, aber das ist doch witzig. Ach Elsa, wirklich. Ich finde das gar nicht witzig. Also, Let's Dance. Lambi hätte Pippi in den Augen. Ja, man muss ja glaube ich auch sagen, dass das Duell super unfair ist, weil Cecilia locker mehr Kampfgeist als Elsa, längere Arme als Elsa, alles besser als Elsa, da kann doch Elsa noch verkacken. Auf den Wimpeln stehen Begriffe aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. All diese Begriffe werden von vielen Menschen falsch verwendet. Mhm. Und die müssen jetzt zuordnen, wie es richtig wäre. Sie müssen die Bedeutung der Begriffe kennen. Was müssen sie tun? Was ist das denn? Was heißt das? Regidiert. Falsch. Regidiert. Falsch? Was heißt das denn? Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Sie müssen nur wissen, ob das Wort richtig oder falsch geschrieben ist. Mehr nicht? Ja, okay, das kriegt man ja wohl hin, ne? Torschlusspanik? Wieso gibt's denn das? Was soll das sein? Das gibt's gar nicht. Das gibt's nicht. Wie sollen Leute davor Angst haben, dass ein Tor geschossen wird? Hä? Nein, 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 nein. Denkt sich jetzt auch der Kelvin. Torschusspanik. Gibt's? Hab ich auch. Torschusspanik ist richtig. Ja, das gibt es. Torschusspanik. Das ist eine Torschuss. Du machst ja ein Tor und bist dann im Schuss und bist dann in Panik. Hab ich auch schon mal gehört. Echt? Ja, ja, die Cecilia, die kennt sich da aus. Ach, Leute. Das ist manchmal wirklich traurig, denen zuzugucken, aber ich liebe es. Das ist, glaube ich, auch das ist. Es gibt Leute, die sagen, die gucken sich nicht gerne die ganzen Spiele bei Reality an. Aber das ist doch das Beste, wenn die einfach labern, den größten Müll, den du je gehört hast, und dir denkst, wie können die das so selbstsicher vortragen? Hä? Schafe sind ja heilig. Und der Richter? Scharf. Ja. Mit R. Scharf. Ach, scharf schreibt man mit 2 A. Ja. S-C-H-A-A-F. Scharf. Ein Scharf schreibt man mit 2 A? Ja. Nein! Man merkt, dass Kevin ein bisschen zu oft auf der Kölner Schafenstraße war, die mit 2 A geschrieben wird, weil er deswegen denkt, Schaf wird mit 2 A geschrieben. Auch Kino. Ja, 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 wird so geschrieben. Alles klar, der weiß auch Bescheid. Na gut, das Duell von den beiden Themen ist jetzt allerdings erstmal geschafft. Die haben Wörter zugeordnet und dann, okay, ich habe es nicht ganz gecheckt, ist natürlich jetzt ganz clever, treten die Teams von Alex und Maurice gegeneinander an. Und irgendwer muss ja jetzt gegeneinander sich duellieren hier. Er ist doch schon gewohnt zu verlieren in den anderen Formaten. Mann gegen Löwe oder Krieger, wie er sich nennt, ne? Loser. Valencia, das ist jetzt auch ein bisschen gemein. Aber jetzt das Duell Alex gegen Maurice. Ich muss zugeben, es war auch ein bisschen langweilig zuzugucken. Also, ja, sie haben da jetzt ein bisschen aneinander rumgeschubst und dann an den Zetteln gezogen, aber ist das spannend? Nein. Und Alex auch komplett verwirrt. Warum klatschen wir gerade eigentlich? Ja, wir freuen uns. Ja, ja, toll, ich war super. Ja, er hat 15 Zettel abgerissen, Maurice nur 9. Und das ist jetzt auch das Problem bei dem anderen Spiel. Also bei dem Folgespiel, wo sie die Wörter als falsch und richtig zuordnen müssen. Weil je mehr Wörter sie vorher abgezogen haben, desto mehr Chancen haben sie natürlich auch richtige Lösungen zu finden. Wenn man das so hört, tut es schon ein bisschen im Herz weh, ne? Das heißt doch Schiedsrichter. Nein, nee, vom Schafrichter. Quasi jemand, der
letzten Endes am Ende sagt. Scharf? Nee. Nein, das ist mit R. Scharf. Scharf. Ne? Richter. Oh mein Gott, und irgendwie Theresia überrascht mich ein bisschen. Also ich kannte sie aus The Fifth, die jetzt super laut und anstrengend, aber hier sagt sie ganz oft kluge Sachen. Das habe ich nicht erwartet. Nee. Wohl möglich. Genau, wohl möglich. Es ist wohl möglich. Ja. Womöglich ist umgangssprachlich. Das ist Bullshit. Ist umgangssprachlich. Naja, okay, man kann ja auch nicht immer recht haben, ne? Nee. Defibrillator. Das heißt Defibrillator. Defibrillator. Da denke ich auch. Da fehlt ein R. Ja. 100%. Ich glaube auch, das sagen die meisten. Aber das ist falsch. Und das denkt Alex allerdings auch über alle Leute, die ihn als toxisch oder misogyn bezeichnen. Von daher will ich nicht drauf hören. Wir hatten die wenigsten Wimpel schon mal. Habt ihr mitgeraten? Wir durften nicht mitraten. Der hat alles allein gemacht. Ja, aber das ist doch kein Teamwork. Das war gar kein Teamwork. Das null. Der hat uns sogar gesagt, ja, frag doch mal, was denkt ihr? Nix. Oh, und da regen sich Kevin und Elsa ein bisschen auf, dass Bente Ewak einfach gesagt hat, no, ich mach den ganzen Scheiß hier, ich kenne mich mit Wörtern und Begriffen aus. Scheiß drauf. Und hat dann etwas dran geklebt. Ich meine, auf Elsa würde ich es auch nicht unbedingt hören und Kelvin wird jetzt auch nicht so viel beitragen können, verstehe ich schon, aber man sollte ihm wenigstens das Gefühl geben, dass man als Gruppe agiert. Dann kann man ja trotzdem noch subtil sagen, ja, danke für diesen Input, ich klebe es trotzdem mal hier hin. Hätte man besser lösen können. Okay, läuft. Von dem Schock muss man sich dann natürlich auch erstmal wieder erholen und Elsa und Kelvin erholen sich dann ganz besonders. Elsa, mein Beuteschimmer, klar, so, ne, die hat auf jeden Fall Kurven, so fahre ich ja voll drauf ab. Oh Mann. Und die beiden flirten weiter. Obwohl Elsa jetzt schon einen Freund hat und das wissen wir alle. Das ist auch ein bisschen eine Technik Island. Und irgendwie, es nervt mich ein bisschen, dass bei KDRS jetzt irgendwie Love Stories dauernd passieren. Also es ist leider mit den Kandidaten auf solchen Formaten so. Die können ja nichts anderes. Die wissen nur, okay, wie mache ich denn eine Zeit? Ich muss mit irgendjemandem jetzt rumflirten. Aber irgendwie ist das nicht das, was mich bei KDRS abholt. Das Spiel verloren haben mit nur 5 von 9. Korrekt zugeordneten Begriffen. Elsa, Ben und Kelvin. Yes! Was? Wir haben verkackt. Ja, wir waren die Schlechtesten. Und warum freut sich Ben da so tierisch? Also das verstehe ich eigentlich ganz. Vor allem, er hat alles alleine gemacht, dann wäre es wenigstens cool gewesen, wenn er irgendwas geschafft hätte. Aber nein, er hat auch komplett versagt. Super. Yeah! Ebenfalls bestraft werden mit 8 von 9 korrekt zugeordneten Begriffen Maurice, Tanja und Jenny. Ja, und die hatten halt auch weniger Auswahl. Das auch, war jetzt irgendwie ein bisschen fies. Vor allem, weil ja Tanja und Jenny nichts dafür konnten, dass Maurice so schlecht war. Und man muss dazu sagen, Jenny hat sich da richtig immer in den Vordergrund gerückt, gesagt, nein, das Wort ist so richtig und bla bla. Und 8 von 9 ist eine okay Quote. Alex, Valencia und Theresia mit 9 von 15 korrekten zugeordneten Begriffen und einer Zeit von 0815 Minuten belegt ihr den 2. Platz. Von Kevin, Keno und Cecilia haben das Spiel gerockt und werden nicht bestraft. Alle anderen müssen irgendwie leiden. Oh nein. Erst wenn ihr alle gemeinsam in der Chefetage anstoßt und die Musik endet, dürft ihr zurück in die Sala. Wie geil. Gott sei Dank haben wir nicht gewonnen. Gott sei Dank. Wirklich, Gott sei Dank haben wir nicht gewonnen. Naja, zumindest so lange, bis die Musik wieder ertönt. Oh, es ist eine Rumlaufstrafe. Für alle, die es jetzt nicht gecheckt haben, es gibt einen kleinen Sektempfang. Sobald Musik auftönt, müssen alle losrennen aus das Gewinnerteam zu diesem Häuschen, das über die Treppe verbunden ist. Alle anstoßen, wird saufen und dann dürfen sie wieder zurücklaufen, nur damit es 10 Minuten später wieder passiert. Viel Spaß, Leute, es wird ein toller Abend. Alleinentscheider Ben. Ben, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja. Was sollen denn immer die Fragen? Ja, einfach so, weil du da alleine so sitzt. Ich wollte wissen, ja, aber ich hole mir gerade einen runter, ich bin beschäftigt. Okay. Das ist auch mal eine interessante Aussage, tut er nicht wirklich, aber es ist so, sie fragt doch nur nett, wie es dir geht, sag doch gut oder ich bin gerade beschäftigt, ich brauche kurz einen Moment, whatever. Was ist das denn für eine Aussage? Ich habe aber nur einfach gefragt, wie es dir geht. Ich sag so, ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Er sagt, ja, ich hole mir einen runter, siehst du das nicht? Hat er wirklich irgendwas? Ich schwöre dir. Der hat ja irgendwas. Ja, nein, hat er nicht, aber der sagt das so. Oh, Maurice, dachte er wirklich, das bin ich. Oh, Maurice, du bist so leicht, glaube ich. Aber nein, das ist natürlich nicht passiert. Tanja regt sich jetzt aber auch sehr auf. Und es ist eigentlich, glaube ich, ganz gut, wenn sich jetzt mehrere Leute über Ben aufregen, weil mich nervt er auch ein bisschen, also fliegt er schnell raus. Vielleicht. Heute Morgen ist Keno aus Versehen auf mich draufgefallen. Dadurch ist meine Lieblingssonnenbrille, wie soll man sagen, kaputt gegangen? Ja. Ich hatte die schon mal. Von 2015 oder 16 bis 23, wo sie mir geklaut wurde. Oh mein Gott. Und jetzt möchte Ben die Situation erklären und
erzählt eine riesige Anekdote, die nichts mit der Story zu tun hat und überhaupt, kann einfach sagen, hey, sorry, ich war gerade abgelenkt, ich wollte meinen Bruder reparieren, kein Bock gerade auf ein Gespräch gehabt, fertig, sorry, das ist alles gelöst. Und er so, ich habe die Brille von 2015 bis 2023 gehabt, sie ist schon mal weggekommen, sie ist meine Brille. Brudi, wen juckt's? Das brauchst du alles nicht erzählen. Ich hasse Leute, die jetzt, Entschuldigung, erstmal eine Story erzählen. Horror. Das okay, pass auf. Was weißt du? Ja, ich hol mir einen runter. Also so was offensichtlich falsch ist. Also. Ja, aber trotzdem die Art einfach. Verstehst du? Dass du einfach sagen kannst, du, ich repariere meine Brille und ich hab gesagt, okay, cool, ich lass dich in Ruhe. Ja, das wäre wahrscheinlich alles gewesen. Ich meine, Tanja regt jetzt auch ein bisschen zu sehr, finde ich auch darüber auf. Also so gesehen muss man da kein Gespräch mehr drüber führen. Aber es war so, was soll das? Okay, mir egal. Aber irgendwie alles weird wieder. Ja, ja, ich verstehe dich voll. Oh, so langsam bröckelt. Der kann halt sich nur mit Keno und Ding machen. Party! Alex! Alex, saufen! Auf geht's! Oh Gott, ja, und jetzt geht's mit der Bestrafung los. Gerade wo man sich über Ben aufregen wollte, müssen jetzt alle erstmal weg. Aber stimmt auch, Ben passt so gar nicht richtig in diese Gruppe rein, oder? Ja, schade. Hallo? Wenn ich Sekt empfange, denke ich an irgendwie, das, also, was soll das sein, eine Rotkäppchen-Party? Also, da würde man mich nie, weder heutzutage noch damals treffen. Ja, ganz toll, Ben. Und der hat auch, ja, okay, niemand, wer hat schon Bock auf diese Bestrafung, ne? Aber er ist trotzdem so, ja, gehe ich da halt hin? Ja, wie lustig. Ja, wow, gut, dass Zuschauer jetzt nicht entscheiden dürfen, wer rausfliegt, weil dann würde der wahrscheinlich sehr früh gehen. Ich liebe klassische Musik tatsächlich. Ich kann euch ganz genau sagen, welches Stück läuft. Das ist Mozart. Ja, super, außer dass es von Vivaldi ist. Ja, dann hast du keine Ahnung. Mhm, ja, glauben wir auch. Aber war ein netter Versuch, Tanja. Ich meine, immerhin konnte sie schon mal einen Komponisten benennen. Das ist ja auch schon mal viel wert in der heutigen Reality-Zeit. You're strong. Alter, da ist auch richtig Schnappes, ne? Ja, ja, deswegen ja. Was auf mir hier Sekt? Scheiß auf Sektempfang. Ja, jetzt können wir auch wieder gehen. So, das war ein sehr schöner Sektempfang. Ja, die rennen dahin, stoßen alle an. Zum Glück gibt es auch O-Saft für die Alkoholiker unter uns und für die, die kein Alkohol trinken wollen. Dann trinken sie was und dürfen wieder zurück. Also ich glaube, die Toilettenstrafe war nichts dagegen, weil das ist auch ein Hackmeck jetzt. Was überlegst du, Kelvin? Ich will was mit meinem Bruder und meiner Mutter machen. Ah, okay. Oh, süß. Weißt du eigentlich, was du brauchst? Du brauchst richtig eine starke Frau hinter dir. Okay. Möchtest du eigentlich Familie gründen, ehrlich? Ja. Ich finde ja nicht die Richtige. Ich habe nicht ein bisschen die Richtige gefunden. Und Elsa denkt sich jetzt gerade, vielleicht bin ich die Richtige. Bin ich nicht auch eine starke Frau hinter Kelvin? Ich meine, man würde sie hinter Kelvin wahrscheinlich sehen. Aber immerhin. Aber eigentlich kann man nicht sehr viele Gespräche führen, weil die Bestrafung geht immer weiter, Leute. Tschüss. Es ist das alte Rein-Raus-Spiel. Rein in die Chefetage, raus aus der Chefetage und wieder rein. Und tatsächlich, wenn du bei sowas vor Ort bist, ich glaube, die ersten zwei, drei Mal ist noch witzig, aber irgendwann musst du nur einen Trott machen und einfach nur so, ich muss es hinter mich bringen und warten, bis es einfach vorbei ist. Anders geht's nicht. Also, ein bisschen verstehe ich auch, Ben. Muss ich jetzt auch mal zugeben. Aber du musst da jetzt durch, Leute. Ihr müsst da alle durch. Also, aber denkst du mal, später und später wurde, hat sich dann Kelvin irgendwann gedacht, man kann sich ja schon mal ein bisschen bettfertig machen. Und Elsa und Kelvin wollen auch ein bisschen mehr Nähe. Na, schön. Man lernt sich hier sehr intensiv kennen, anders wie draußen. Es ist so dieses Interessante, da bist du hier in der Show. Oh Gott, und jetzt kriegen wir wirklich Love Story, Kelvin und Elsa. Hoffentlich fliegt einer von beiden früh raus. Träumt schön, Freunde. Ja, träumt von einer ruhigen Nacht. Und es war so klar, dass es passiert. Jetzt, wo alle schlafen wollten, schade, nein, es geht nicht. Alle müssen nochmal los und manche wollen gar nicht mehr los. Musik spielt. Komm mit. Mann, interessiert mich alles überhaupt nicht, die Bohne. Hey, weck mal bitte einer, Ben. Ich hab ihn geweckt, der sagt, er kommt nicht mit. Ja, wie, der kommt nicht mit? Er muss aber mit. Das sind die Regeln leider. Und das ist auch... Er passt nicht rein. Können wir, also bitte können den jetzt alle nicht mögen und dann irgendwie rauswerfen, damit er weg ist. Also es gibt schlimmere Kandidaten dort offensichtlich. Aber irgendwie regt mich gerade Ben auf. Schon seit der ersten Folge regt er mich auf, dass er da ist. Das war eigentlich keine Bestrafung für mich. Das war ein wunderschönes Spiel. Das, die größte Bestrafung war, dass Sekt war. Ja, also ich trinke eigentlich Champagner. Glaubst du doch selber nicht. Ich verstehe auch nie, warum die Reality-Stars immer so tun müssen, als ob die super glamorous wären. Also die versuchen immer irgendwie ein Prunkleben darzustellen, was sie gar nicht führen können. Und zu sagen, sie haben Money as fuck. Und das haben sie eigentlich in Wahrheit nicht. Und das ist irgendwie immer, ich verstehe das irgendwie nicht. Wieso, was war denn los? Unsere Elsa hat es ja wirklich sehr erwischt. Also ganz ehrlich, die Beziehung für sie ist jetzt gelaufen, wenn das ausgestrahlt wird. Weil wenn sie einen Freund hat, würde sie sich auch niemals mit ihm in ein Bett legen. Oh, und die Nacht zwischen Kelvin und Elsa war anscheinend auch ein bisschen intimer. Und sie haben sehr, sehr stark gekuschelt. Und da gibt es auch schon ein paar Küsschen auf die Schulter und den Rücken.
Oh Gott. Aber wie denkst du über die ganze Sache so? Ey, was wollt ihr jetzt? Ich habe doch nichts mehr. Er hat sich um sie gekümmert. Also findest du, das geht nicht so weit? Sei ein Ehrenmann. Wenn du einen Freund zu Hause hast, der auf dich wartet, ich frage mal. Ach, scheiß auf dieses Thema. Davon will Elsa nämlich auch nichts hören, dass sie jetzt quasi fremd geht und ihren Freund zu Hause wartet und glücklich in der Beziehung ist, hintergeht. Denn technisch alles mal anders. Vor allem, der Freund, sie weiß nicht mal, dass der Freund das hier alles sehen wird oder whatever. Aber sie weiß, dass Kameras da sind und verkackt trotzdem. Ach, Elsa. Ach, Mann. Schade. Wir brauchen natürlich aber jetzt auch nochmal ein anderes Ablenkungsspiel, und zwar die Wand der Wahrheit. Und da gibt es ja auch immer viel Stress. Wanted. Oh. Reality Star mit schlechtestem Ruf gesucht. Oh, am thailändischen TV-Strand buhlen die Reality Stars um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und es geht darum, wer den schlechtesten Ruf hat. Maurice oder Alex? Schwierig. Links, der Star, der ganz dringend einen Imagewechsel nötig hätte. Und rechts, der Star, der in Deutschland das beste Ansehen genießt. Und da frage ich mich immer, ist es bei dieser Umfrage am Ende so, dass du wirklich das beste Ansehen genießt? Oder ranken dich die Leute einfach nicht so schlecht ein, weil sie dich alle nicht kennen? Also die Unbekannten haben da auch oft bessere Karten, ne? Für die Stars sind Keno und Tanja also die sympathischsten. So, jetzt ist die Frage. Theresia oder nicht? Ja, Theresia. Okay, hätte ich jetzt aber auch vermutet. Also Keno nach rechts, direkt danach Tanja. Ich meine, Tanja ist auch eine sympathische. Die brauchen jetzt keinen Imagewechsel. Ich glaube, bei Keno ist aber das Problem, den kennt keine Sau. Die werden, ja, ist vielleicht netter. Oder weil keine Sau kennt, werden alle sagen, oh, der sieht immer böse aus. Weiter nach links. Man weiß es nicht. Ja. Im Gegensatz zum letzten Mal, sehr gute Anfangsstruktur. Aber ihr habt Kevin auf Platz 7 oder so gesetzt oder 8 oder was auch immer das da gerade war. Leute, habt ihr Charming Boys nicht geguckt? Leute, wofür mache ich die ganzen Reactions hier? Das auch für euch, ihr müsst es alle mal gucken. Oh, dann würde man das nicht so schlecht platzieren oder so gut, je nachdem. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind die Bad Boys. Also, wir haben Leute, jetzt Leute, noch. Kurze Anmerkung, ganz wichtig. Ja, bitte, Diskussion. Ihr müsst von den Zuschauern, Durchschnitts-IQ ist wesentlich weniger als euer. Also ihr müsst so denken. Hat Alex uns gerade irgendwie alles dumm bezeichnet? Wirkt so. Vor allem, weißt du, die Reality Stars, wo wir immer wieder sehen, bei allen Spielen, dass sie nichts gebacken bekommen, die sind natürlich die wahren geistigen Leuchten und wir sind alle super dumm. Danke für diese Erkenntnis. Wegen der Aussage, die ehrlich ist, wäre ich schon Narzisst und toxisch, weil ich ein Mann bin. Das heißt, Männer werden viel härter bestraft und verurteilt als Frauen. Und diese Blicke der anderen. Hä? Was redet der da? Und, keine Ahnung, was der da labert. Ich verstehe es auch wieder nicht. Und Alex wirft doch immer den Begriffen um sich, dass er das nicht mehr hören will, die nichts damit zu tun haben. Also wir bezeichnen ihn ja nicht als toxisch oder höchst problematisch, weil er dumme Aussagen tätigt, also auch, aber nicht solche. Also der weiß nicht mal, warum er wie genannt wird oder was diese Bezeichnungen alles ausmachen. Aber wir sind die Dummen. Ja, nee, ist klar. Aber jetzt, ich würde sagen, auf Top 3 würde ich Ben sagen. Weil schau doch mal, Maurice und Alex sind in diesem Format, um ihr Image aufzubessern. Ja, das ist auch irgendwie schon traurig genug, vor allem, da das Ergebnis ist. Also das war Alex versucht, sein Image aufzubessern. Danke dafür. Hinter Platz 11 verbirgt sich ein Star, der gerne austeilt. Allerdings scheint Deutschland hinter ihm zu stehen. Kevin. Da frage ich mich, wie schlecht sind die Einschaltquoten von Charming Boys wirklich gewesen? Weil anscheinend hat das wirklich keine Sau geguckt. Irgendwie war mir das alles zu affig. Geht an einen Star, der nur so vor Ehrgeiz strotzt. Er ist ein Löwe. Der gerne auch mal über das Ziel hinausschießt. Maurice hat nur den 3. Platz belegt. Wobei man noch sagen muss, also Maurice wirkt jetzt nicht wie so ein böswilliger Choleriker oder irgendwie, sondern er ist einfach nur super weird, hat eine komplett falsche Wahrnehmung von sich selber und von der Realität an sich. Aber das war es ja auch. Also dann soll er halt so durchs Leben gehen, wen juckt's. Auf dem 1. Platz und damit der Reality-Star mit dem schlechtesten Ruf ist Alexander Petrovic. Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen verdient, weil er weiß unterm Strich ja immer noch nicht, was sein Problem ist. Was machst du denn, wenn wir Christina in die Sala holen? Ja, das geht nicht. Warum nicht? Also Ex-Partnerin wird hier nicht reinkommen. Das wurde mir hoch und heilig versprochen. Echt? Von wem? Von der Produktion. Wurde dir das nur hoch und heilig versprochen oder haben sie das in den Vertrag geschrieben? Das ist ja auch immer wichtig. Oh mein Gott, stell dir mal aber ganz kurz vor, wie die Sala jetzt abgehen würde, wenn Christina da noch auftauchen würde. Wow. Als Unsympath Nummer 1 muss er seine Strafe antreten. Sie ist nur als Pappe da und als goldene Kette. Wir halten wie immer unser Wort. Oh mein Gott, und der kriegt jetzt aber irgendeine Strafe mit Christina? Das wird sicher lustig. Nun sollst du sie auf Händen tragen. Du musst bis auf Weiteres zu jeder
Zeit den Pappaufsteller von Christina mit dir tragen. Oh. Oh mein Gott, ist das eine tolle Idee? Oh mein Gott, wie unangenehm. Boah, stell dir mal vor, der darf jetzt jemanden rausschmeißen gleich, weil er ja Neuankömmling ist. Am Ende der Folge darf er jemanden rauskicken. Aber wenn der da jetzt mit dem Pappaufsteller mit Christina kommen würde, ich würde nur lachen, bis ich rausfliegen würde, weil der das nicht mehr aushält, weil das so witzig ist. Oh Gott, der muss jetzt die ganze Zeit damit rumlaufen. Ja, ich lege mal meine Christina hier irgendwo hin. Boah, wenn das Vanessa sieht, die freut sich wahrscheinlich auch nicht. Leute, ihr macht mich fertig. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange geht, weil es auch schon echt unangenehm ist und mir auch peinlich ist. Du, genau das war die Idee. Ich glaube, ich finde das zu lustig. Ich beruhige mich jetzt. Du, danke. Besonders scheiße für Christina, hätten sie mal ein schöneres Foto nehmen müssen. Die ist nämlich nicht so hässlich. Wow, okay. War das jetzt ein Kompliment von Valencia oder auch wieder eine Beleidigung? Keine Ahnung. Es gab allerdings auch wieder ein paar kleine Probleme mit Maurice, eben bei dem Spiel mit der Wand der Wahrheit. Was genau, ist eigentlich wieder egal, weil Maurice irgendwelche sexistischen Aussagen getätigt hat. Allerdings versucht Theresia, ihm Wissen einzubläuen. Du kannst dir auch einfach mal eine Meinung anhören, auch wenn es dir nicht passt. Wir Frauen haben ja schon über Jahre, seitdem es die Menschheit gibt, immer das Problem, dass der Mann über der Frau steht. Nein. Adam, lass mich bitte auch mal kurz ausreden. Gerne. Ja? Ich meine es wirklich nicht böse, nur dass du es vielleicht ein bisschen verstehst. Das ist das Problem in der Gesellschaft. So, dann wurde irgendwann mal die Gleichberechtigung versucht einzuführen. Ha! Jetzt kriegt auch Maurice endlich mal seine Strafe. Und ich finde es irgendwie auch sehr witzig, dass Theresia wirklich glaubt, dass sie Maurice irgendwas erklären kann, dass der irgendwas versteht. Als ob. Eine Doppelmoral. Mann und Frau wird nicht gleichgesetzt. Du darfst mich so anschreien. Kein Mensch würde jetzt was zu dir sagen. Maurice, weißt du, was jetzt alle sagen? Schrei ich dich jetzt an? Nee, jetzt reden wir normal. Nein, Maurice. Geht doch gar nicht, wenn alle schreien. Meine Stimme ist im Arsch. Vor allem redet ihr nicht normal. Du wirst auch schon wieder hektischer und lauter, Maurice. Und das sind auch gar keine Aussagen. Also es macht sie auch nicht besser. Also, oh mein Gott, eine Frau schreit mich an und alle finden das okay. Dann darf ich jetzt auch scheiße gegenüber Frauen sein. Das ist doch auch keine Lösung. Also man kann gerne auch Ungleichheiten von Frauen gerne kritisieren, wenn man da irgendwas sieht oder irgendwas hat. Aber es ist ja wirklich so, dass geschichtlich und auch immer noch in unserer Gesellschaft Frauen strukturell benachteiligt werden. Es ist ja einfach so. Und das nicht zu erkennen, ganz komplett zu verschließen, ich verstehe nicht, wie das geht. Es ist so peinlich gewesen. Es ist so peinlich. Die Gesellschaft ist im Wandel. Die Menschen werden immer schlimmer. Was soll im Wandel sein? Aber in welcher Hinsicht werden sie schlimmer? Durch Betrügen, durch, guck mal, heutzutage mit 12 weiß eine Frau schon, was schon Sex ist. Ja, das ist ja auch okay. Das wusste ich aber auch. Das ist doch in Ordnung. Ja, aber die üben schon aus. Na, also, das ist doch alles eine kranke Sache. Komplett verrückt, dass Frauen sowas schon wissen, dass die das wahrscheinlich mit Jungs ausüben, die das auch schon wissen. Das ist für Maurice wieder okay. Das ist ja kein Problem. Das sind Jungs, Leute, Jungs. Aber Frauen, denk doch mal nach. Wie er darüber redet und es nicht checkt. Krass einfach. Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, Alter. Naja, und ein Problem mit Fremdgehen hat Maurice allerdings auch. Und deswegen hat er auch als neuerdings Problem mit Elsa. Oh ja, kann man wieder noch ficken, Alter. Warum? Ich, ja. Dein Karma will dich auch ficken. Nicht mein Karma? Lass die in Ruhe, Mann. Warte, stopp jetzt. Ich rede, warum soll mein Karma nicht ficken? Weil du deinen Freund hintergangen hast. Ey, wieso kommst du jetzt mit meinem Freund eigentlich rüber? Dafür wird Karma nicht ficken. Er kommt mit deinem Freund, weil du nachgefragt hast, warum das Karma nicht ficken wird. Und das ist die Antwort. Aber Elsa will das, glaube ich, auch nicht ganz hören. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es einfach nur nicht so sieht oder ob sie es weiß, dass sie Scheiße gebaut hat und einfach nicht hören will. Dann wollen wir doch mal schauen, was genau so alles passiert ist. Letzte Nacht bei Matratzenpilates mit Kelvin. Sagen wir mal so, es war sicher schön. Okay, also da war ein bisschen sehr viel Action. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt richtig losgelegt haben, aber so ein bisschen too much bei Temptation Island wäre es ein Abbruch gewesen, sage ich da nur. Ja, Elsa, ich glaube, das ist jemand verkackt. Das Thema ist allerdings erstmal noch nicht vorbei. Leider müssen wir immer noch mitkriegen, dass Kelvin und Elsa jetzt miteinander rumbandeln. Allerdings können wir das wieder beiseite schieben. Das kommt später nochmal, aber wir schieben es jetzt beiseite, weil ein neues Spiel kommt. Liebe Reality Stars, hier am Starstrand dreht sich alles um Sendezeit. Heute wird am Unglücksrad gedreht. Und das war irgendwie sowas, was irgendjemand Pech und irgendjemand Glück hat, oder? Ja, das war in der letzten Staffel schon, das war gut. Das war was mit Sarah Knappig, ne? Beim legendären Unglücksrad kann sich heute ein Star safen und ein anderer verspielt seine Chance, sich im nächsten Safety-Spiel zu retten.
Und jeder Star darf jetzt zwei Leute auf seinen Slide draufstecken. Und dann wird einmal gedreht und wenn sein Slide drankommt, sind die beiden Leute, die drauf spielen müssen, ob sie gesaved sind oder ob halt man sich nicht saven kann beim nächsten Mal. Ja, was macht man dann? Also man dürfte jetzt eigentlich niemanden nehmen, den man hasst, weil dann könnte die Gefahr bestehen, dass er sich saved, auch wenn man natürlich will, dass er sich nicht mehr saven kann. Aber eigentlich sollte man so zwei Leute nehmen, wo es eigentlich komplett egal ist, oder? Oder umgekehrt. Ich glaube, ihr hasst mich nicht. Oh, oh, shit. Wow. Ich, alte Hexe, ich gönne Ihnen nicht das Glück. Schlagzeile. Naja, was für Glück muss man dazu sagen. Obwohl, das ist auch ein guter Move, weil eventuell ist man dann einen von beiden auf jeden Fall los. Sollte man so machen. Jeder sollte die nominieren. Ich bin hier, das gehören. Ich dachte, einen Guten und einen Schlechten. Wer ist denn bei den beiden der Gute? Nein, das Schicksal entscheidet doch. Wenn Verstand stinken würde, könnte man Valencia noch nicht mehr mal durch einen Gitterzaun riechen. Okay, das war jetzt auch ein guter Diss. Ja, Valencia hat Ben und Tanja genommen, weil sie möchte, dass Tanja safe ist und Ben sich nicht safen kann. Allerdings kann es ja auch andersrum sein. Ach, Valencia, sie hat nicht zugehört und nichts verstanden. Jeder weiß, ich habe einen Disput mit Maurice. Ich wünsche mir, dass du bleibst, weil ich möchte mit dir weiterhin in den Spielen kämpfen. Und ich will, dass wir das, was wir im Sommerhaus uns geschworen haben, am Spielfeld klären. Oh nein, ich habe gehofft, dass du ihn rauskickst. Jetzt willst du ihn noch lange drin behalten, um dauernd mit ihm zu spielen? Ja, für die Sendezeit verständlich, aber irgendwie Hoffnung zerstört. Ah, vielleicht fliegt dann Ben! Vielleicht fliegt dann Ben! Hoffnung wieder da. Also eure Kombination verstehe ich nicht. Wisst ihr selber, finde ich nicht gut. Ich glaube, du hast noch Sachen zu Hause zu klären, deswegen in meinen Augen hast aber du... Was in meinen Augen... Und wie Elsa ihn dann sofort wieder unterbricht. Nein, lass mich jetzt erstmal ausreden, während ich dich unterbreche. Ja, vielleicht mag er einfach Fremdgeher-Kacke nicht. Vielleicht findet er es moralisch nicht okay. Auch Maurice kann einen Moralkompass haben. Auch wenn wir nicht verstehen, warum er ihn bei manchen Dingen nicht hat. Aber da hat er ihn anscheinend. Abgefuckter... Na, muss das sein, immer diese provokante Art. Du hast keine Ehre, du bist einfach deine unter Frau ohne Ehre. Geh nach Hause. Wow, also Elsa geht fremd und beschuldigt den Typen, der sie darauf anspricht und darauf festnagelt, dass der ehrenlos ist. Sie ist auch ein schwieriger Charakter. Ich glaube, da ist auch nichts hinter. Also man könnte ja meinen, es gibt manchmal die Spielen dumm oder sie haben eine komische Fassade oder vielleicht innerlich ist sie eine ganz Liebe. Aber ich glaube, bei Elsa ist innerlich auch gar nichts los. Da ist gar nichts. Ja, das ist... Valencia und Maurice. Komm, Maurice. Oh, die beiden wurden jetzt ausgewählt und die beiden müssen jetzt um Safety und nicht safen können spielen. Schön. Ich bin safe. Cecilia! Valencia wollte den anderen Brief haben. So. Und wie Gott, der Reality-Gott, aber auch der Liebe-Gott, der hat zu Valencia gesagt, nimm den... Oder Valencia hat einfach den Brief runterfallen sehen, hat sich selber irgendwas gedeutet und gut ist, es gibt keinen Reality-Gott, Maurice. Aber ja, für alle Menschen auf der Welt ist das höchste Gut, wenn du bleibst. Ja, jetzt ist das Thema eh durch, weil jetzt ist Maurice auf jeden Fall gesaved. Na toll, jetzt kann Alex ihn nicht mal rauswerfen, selbst wenn er wollte. Toll, toll. Theresia versucht jetzt allerdings Elsa nochmal zu helfen, weil Elsa ist jetzt im Zwiespalt. Sie hat ihren Freund, den sie ganz, ganz doll liebt und Kelvin, den sie seit Dienstagvormittag kennt. Was soll sie tun? Was siehst du und spürst du? Ich will was Gutes. Jetzt stellst du dir Kelvin vor. Was fühlst du da? Ich fühle da gar nichts, weil ich ihn halt kurzfristig kenne. Und eventuell ist das dann schon die Lösung. Und du solltest das mit Kelvin einfach mal direkt wieder sein lassen und dich dann am Ende sehr doll bei deinem Freund entschuldigen. Und du kannst ihn darauf vorbereiten, was alles passiert ist oder um Verzeihung bitten oder whatever. Wo empfindest du etwas Stärkeres? Bitte keine Details. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist schwer für mich, wenn ich weiß, ich habe einfach Scheiße gebaut. Sie weiß es doch wirklich. Sie hat es verstanden. Sie hat es begriffen. Sie hat es begriffen. Elsa hat etwas verstanden. Leute, holt den Kalender raus. Er hat doch gesagt, wenn du Scheiße machst, ist es aus. Wenn du Scheiße machst, ist es aus. Ich muss es einfach beenden. Es ist einfach vorbei. Und? Sie macht jetzt Schluss mit ihrem Freund in der Interviewbox, die... Hä? Ich dachte, du liebst ihn sehr doll mit Kelvins Quatsch. Und jetzt machst du Schluss mit deinem Freund? Ich meine, klar, es gibt so Leute, die sagen, oh mein Gott, ich habe mich betrogen, ich habe sie betrogen. Ich kann sie, sie ist zu gut für mich, ich bin zu schlecht für sie, ich sollte mich trennen. Ja, aber...
Hä? Ich habe nur ein Interview abgegeben. Was denn? Ha? Das ist mein Freund vorbei. Ist. Nein, das geht halt nicht, ne? Auch wenn. Aber das machst du wegen Show oder machst du wegen, weil du wirklich so denkst? Ich denke wirklich so. Oh mein Gott, und wisst ihr, was das richtig weirde ist? Das wird ja erst in ein paar Monaten ausgestrahlt. Also sie ist jetzt in diese Interviewbox gegangen und hat gesagt, hey, ich mach Schluss mit dir. Und denkt, sie hat jetzt Schluss mit ihm gemacht. Wobei, das, es wurde ja jetzt erst ausgestrahlt. Und das war, wann war, wurde das gedreht? Im Dezember? Das gibt wieder gar keinen Sinn. Ach, Elsa. Als ob die Produktion jetzt sagt, okay, wir schicken ihm es dann, ne? Per Mail, per WhatsApp, kein Ding, machen wir. Ja, ja. Also, Gesicht nur so halb voller. Ja. Wieso soll ich mein Gesicht dann verlieren? Nee, ich hab mich verloren. Warum? Warum? Ich bin jetzt gespannt. Wenn du das nicht selber beantworten kannst, dann weiß ich auch nicht mehr. Vor allem, Elsa, du hast doch jetzt schon zugegeben, dass du Scheiße gebaut hast. Und du hast dich jetzt gerade anscheinend von deinem Freund getrennt, weil du Scheiße gebaut hast. Dann, du hast doch verstanden. Du hast nicht verstanden, du hast nicht verstanden. Aber du bist jetzt eine erstmal von vielen in meinen Augen, bist du einfach. Und du hast einfach einen Freund draußen gehabt und hast dich hier von einem klären lassen, der jede zweite klärt. So. Und es geht mir nur darum, um den Typen draußen. Nur darum geht es mir. Weil, weißt du, warum ich so persönlich nehme? Weil ich schon mal verarscht wurde, verstehst du? Hey, Maurice. Redest du manchmal über mich? Nein. Nein, wir sollen denn über dich reden? Nein, Kevin, mach ich nicht. Ja, Maurice redet natürlich ein bisschen über Kevin. Also, er hat versucht, jeder zu klären, was auch ein bisschen stimmt. Also, Elsa hat jetzt ihren Freund eingetauscht für jemanden, der sie nach 2 Sekunden auffallen lassen wird, weil das mit Kevin ja leider auch der Fall ist. Ja, du redest mich die ganze Zeit schlecht bei ihr, so. Halt mal deine Fresse. So, wer bist du, Alter? Oh, und Kevin findet es jetzt gar nicht so gut, weil er gerne jetzt auch eine kleine Liebschaft mit Elsa hätte. Was auch immer, weil ich verstehe es nicht ganz. Also, denkt ihr nicht auch selber, sie ist so ein bisschen Kind? Also, sie verhält sich jetzt null erwachsen und ist sowieso erst 19? Wenn man die beiden miteinander haben, das haben die mit Mörder, dann ist das deren. Die sind beide volljährig. Maurice muss einfach mal lernen, kürzer zu treten und einfach die Leute ihr Ding machen lassen. Ist allerdings auch ein bisschen wahr. Also man kann sich darüber aufregen, man kann sagen, ey, Girl, du betrügst gerade deinen Freund, das ist voll nicht korrekt, aber Maurice macht das jetzt auch ganz schön oft zum Thema und ganz schön viel und das ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Halt einfach dein Maul. Das Thema können wir also erstmal wieder beiseite legen und das erstmal komplett, glaube ich, es kommt in dieser Folge nicht mehr vor. Ich hoffe, es fliegen auch einfach einer von beiden, Elsa, raus und dann Thema ist gegessen, sie nervt mich eh auch. Irgendwie nerven mich ganz schön viele, also nicht viele, aber ein paar schon. Allerdings, bevor wir das alles erstmal klären können, gibt es jetzt erstmal wieder ein Safety-Spiel und zwar ein richtig gutes. Elsa und Cecilia. Ihre Stärken sind, an der Raucherecke zu chillen, mit Kevin zu chillen und hat eine süße Lache. Aber ich kenne noch nicht andere Stärken von ihr. Und die süße Lache ist auch schon ein Stretch, ne? Aber gut, das wird auch ein lustiges Team dann. Wir spielen lange Geschichte. Dabei geht's, wie der Name schon sagt, um historische Ereignisse, also um Bildung. Sorry. Oh, ja. Aber das sieht super einfach aus. Also ich habe da schon ein paar Jahre gesehen und das bedeutet, wenn Sie jetzt einfach nur historische Ereignisse in Jahreszeiten zuordnen müssen, das kriegt man ja locker hin. Also selbst wenn du es nicht genau weißt, dass du ja irgendwas schon mal gehört. Also entweder kannst du es einordnen, weil du es zeitmäßig so, hey, das war in den 60ern oder ist nur die 64, dann wird es wohl das sein. Oder aber du weißt halt Jahreszahlen wie, wann der Erste Weltkrieg vorbei ist, Mondlandung, whatever, oder? Unsere Superstars müssen 23 historische Ereignisse auf einem Zeitstrahl korrekt platzieren. Für jedes richtig eingeordnete Event belohnen wir das Team mit einem Punkt. Und 23 ist aber auch schon ordentlich, ne? Also ich würde jetzt von mir, okay, 23 vielleicht nicht, kommt drauf an, was es halt ist, weil manche Sachen sind ja sehr speziell, aber 20 sollte ja wenigstens jeder mindestens hinkriegen. Weißt du, wer Geschichte auf Lehramt studiert hat? Theresia. Ja, es ist schon länger her, dass ich Geschichte studiert habe. Geschichte. Ich werde mich blamieren, definitiv. Ne? Aber wenn Theresia jetzt auch Geschichte auf Lehramt studiert hat, müsste sie ja auch einfach alles komplett jetzt rocken, oder? Aber das ist auch gut. Wenn Theresia und Kino jetzt safe sind, das ist okay für mich. Erstmal. Bundeskanzler Adenauer. Mach 56. Wie willst du bei 56 hin, Mann? Adenauer Schulen werden danach benannt und so, ne? Ja, ich weiß. Ich was sagst du? 56? Knapp. Wir nennen das mal knapp. Ende Zweite Weltkrieg. Vor 1961 oder 63, 1963. Nein, 1940. Das ist auch unfair, weil ich bin auch 2004 geboren und nicht 19 irgendwas. Ja, und da kann die Elsa ja auch irgendwie gar nicht mal mitsprechen hier, die Arme. Also woher soll sie denn auch sowas wissen? Ich lieb's aber, was für ein Stretch. Mach mal der Ende Zweite Weltkrieg 1963. Nee, 1940. 1903, wie lange ist der Weltkrieg bei dir gewesen, Cecilia? Oder wie kurz? Also eins von beiden ist schockierend. Titanic, Oscar. Wann kam Titanic? Warte mal, ich war da. Das müsste 97 glaube ich gewesen. Ich war, wie alt war ich da mit Titanic? War im Kino und dann bin ich eingeschlafen. 98 oder 97?
97. Das finde ich richtig gemein, weil Titanic, der Film, kam 1997 in die Kinos, wurde mega erfolgreich, ist Veröffentlichungsjahr 97. Allerdings, die Oscars für einen Film sind ja immer im Jahr darauf, im Februar. Und das bedeutet, Titanic hat die Oscars 98 bekommen. Und das war jetzt schon so eine tricky Frage, die muss man, das muss man wissen als Filmkenner. Celia und Elsa. Oh nein. Man muss gewusst wissen, da wollen wir nicht geboren, Mann. Was weiß ich, da war ich nie mal geboren. Ich glaube, sie weiß gar nicht, was da drauf steht. Und ich liebe es, wie Keno es sagt. Und das ist einfach komplett stimmt. Ja, und ich glaube auch die anderen Aussagen stimmen, dass sie manche Sachen einfach lesen und sind so, was soll das sein? Ja, es war zum Beispiel die Watergate-Affäre, weil die so, irgendjemand hatte eine Affäre. Aber was hat das mit Wasser zu tun? Das war göttlich. Leute, guckt euch das bitte alles komplett an. Es war herrlich. Hä? Wer ist Adenauer? Ah, das ist der Erste! Das ist der Erste! Wo? Wann gab's denn? Hä? 40? Davor gab's noch keine Welt, richtig? Vor 1940 gab es nicht mal die Welt, richtig. Nehme ich. Komm, es wird nicht besser. Ja. Ja, ist ja so. Ja, das weiß ja auch jeder, wann John F. Kennedy erschossen worden ist. Ermordungs-Kennedys. Was immer bei Kennedys. 98. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, was er genau gemacht hat, aber er war sehr, 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 sehr bekannt. Cecilia dachte übrigens später, das wäre ein Musiker. Naja, man kann ja mal hoffen. 98 ist auch okay Jahreszahl dafür. Ich glaube, die gewinnen nicht. Kathi Hummels. Wer ist das denn? Ich komme mal zurück. Kathi Hummels ist doch unsere Moderatorin hier bei der Stunde der Wahrheit. Und die mussten wissen, so Geburtsjahr von Kathi Hummels und voll viele Teams so, wer ist Kathi Hummels? Und das war so toll. Also, die nimmt ja schon so keine Ernst. Alle Welt denkt so, warum existiert die? Und ich liebe es so sehr, dass sogar die Kandidaten da so sind. Wer zum Geier ist Kathi Hummels? Wen juckt das denn? Oh, ich liebe es, wie sie keine Ernst nimmt. 1989, an dem Jahr, wo ich geboren wurde, ist die Mauer gefallen. Ha! 54! Nein, Quatsch, was laber ich da? Mauer, da waren doch noch... Warte mal. Berliner Mauer ist umgefallen. 1900... Boah, fuck, Alter. Deine Eltern haben die nicht erzählt. Wir haben doch die Mauer erlebt, haben die das schon mal gesagt? Was für Mauer? Dass die umgefallen ist. Liebe es auch, dass bei Cecilia die Mauer umgefallen ist. So, als ob da jemand so gegengerempelt ist. Und dann ist sie einfach mal umgefallen, weil sie so... Keine Ahnung, 70 cm hoch war und auch nur so einen Meter lang. Ja, aber okay, bei Elsa ist was ganz anderes schiefgelaufen, weil die ist schon, was für eine Mauer überhaupt. Wow. Boah. Okay. Ihr dachtet, wir sind schlecht, aber ihr habt bestimmt vom Fernsehen geguckt, ein Popcorn ist euch runtergefallen und dachtet, oh, die sind doch intelligenter, als wir dachten. Leider nein. Aber ich liebe die Confidence. Die liebe ich wirklich. Mit gerade mal 7 richtig zugeordneten Ereignissen benötigt folgender Star-Duo zukünftig noch eine Nachhilfestunde in Sachen Allgemeinbildung. Es waren Cecilia und Elsa. Und ich bin ernsthaft ein bisschen überrascht, dass es überhaupt 7 waren. Also das, ich habe jetzt Schlechteres erwartet. Surprise. Auf dem dritten Treppchen. Keno und Theresia. Ja. Was ein bisschen traurig dafür ist, dass Theresia, naja, Geschichte auf Lehramt studiert hat. Ja, und Ben! Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt insgesamt 16 richtige Antworten! Herzlichen Glückwunsch! Und damit haben Tanja und Ben es auch geschafft. Obwohl leider Kevin und Calvin auch richtig gut waren. Also Kevin wusste auch einiges. 15 Punkte haben die geschafft, 16 halt die anderen beiden. Ist vielleicht doch ein bisschen der Altersvorteil jetzt auch gewesen, aber irgendwie... ist 16 auch wieder ein bisschen enttäuschend. Direkt danach können wir aber auch schon wieder zur Stunde der Wahrheit gehen, wo dann auch Elsa wieder ein bisschen gefragt wird. Ja, okay, doch noch das Thema mit ihrer Beziehung. Ich habe das gestern im Interview beendet natürlich, weil ich kenne das Betrügen nicht. Ich habe auch nie einen Menschen betrogen. Halt deine Schnauze jetzt. Ich sag dir jetzt, halt deine scheiß Schnauze, bevor ich mich umdrehe und... Und wieder komplett aggressiv werde. Ich meine, aber glaubt sie wirklich, was sie da redet? Wahrscheinlich glaubt sie es, weil sie es nicht versteht, was sie da selber sagt. Weil, Girl, wenn du deinen Freund betrogen hast und deswegen selber mit ihm Schluss machst, kannst du nicht danach sagen, ich kenne Betrügen nicht, das ist mir sowas von fern, sowas mache ich nicht. Weil du hast es gerade gemacht, vorhin. Du hast deswegen Schluss gemacht. Weißt du das noch? Wahrscheinlich nicht. Es ist schon zu lange her für sie. Es ist Geschichte. Anyway, es muss aber jetzt jemand fliegen. Wir drücken die Daumen. Ach nee, warte, wir drücken die Daumen nicht. Es kann nicht mal Ben werden, weil er hat sich ja gerade gesaved. Tanja wird's auch nicht. Maurice wird's nicht. Wer wird's denn dann? Schmeißen die dann bitte Elsa raus? Valencia entschieden. Wie bitte? Euer Ernst? Tut uns unfassbar leid. Das hätte ich jetzt nicht von euch beiden gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir in der letzten Folge jetzt schon fliegen sollen, ist das jetzt auch okay. Also, ich hätte weiter für Elsa geroutet, aber
damit müssen wir jetzt leben. Mit der Love Story, die hoffentlich in der nächsten Folge wieder vorbei ist. Wir hoffen einfach mal ganz doll. Naja, und damit endet sich aber auch schon wieder das Video, Leute. Ich hoffe, das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.